Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir haben nämlich mal wieder eine Runde Paper Magic für euch aufgenommen. Ich habe mir den Dennis eingeladen, habe ihm einfach mal zwei von den vier neuen Pioneer Challenger Decks rübergeschickt und wir haben einfach mal zwei Videos für euch über Spelltable aufgenommen. Das kann man nämlich ganz gut umsetzen. Ich hatte halt einfach wirklich Bock, mal mit den Pre-Constructed Decks zu zocken. Es kommen ja wirklich regelmäßig solche Decks auf den Markt. Natürlich auch die Commander Decks. Vielleicht können wir mal eine schöne Commander-Runde zusammen machen. Also wenn ihr auf sowas im Allgemeinen Bock haben solltet, auf jeden Fall mal hier einen Daumen unter dem Video da lassen, gerne auch Feedback in die Kommentare schreiben. Sehr interessant auf jeden Fall für uns. Und ja, ansonsten, Leute, kann ich euch eigentlich nur viel Spaß hier mit unserem ersten Best of 3 wünschen. Wir spielen die vermutlich zwei stärksten Decks hier aus der Vierer-Auswahl als erstes gegeneinander. Mono, Rot, Burn gegen Orts of Auren. Das Spiel hat ja quasi schon begonnen. Wollen wir mal schauen, wie das ausgegangen ist. Viel Spaß! Dann spielen wir einen selbstlosen Retter. Nicht schlecht, ja. Und für noch ein weißes, eine Ätherrüstung an den Nymphirich. Okay. Dann 1-1 Erstschlag Lifelink. Dann greife ich mit 2-2 an. Ja, nehme ich zwei. Gehe ich auf Kriege ich 18. 2. Und der gute Mann tappt. Jo, dann gebe ich ab. Guter Start. Lifelink plus der Hund. Das ist schon ordentlich. Habe ich erstmal ein Land. Okay. Ja, der Hund ist ein guter Mann. Würde ich noch so einen Flinkspeer spielen und dann erstmal für zwei angreifen. Ja, dann würde ich die zwei auch generell erstmal nehmen. Alles klar. Dann zweite Hauptphase. Habe hier noch so einen Magier. Auch 1-2 mit Bravour Oh. und mit dem minus 1 machen dann. Ja. Dann würde ich abgeben. Das ist auch ein starker Mann. Okay, dann ziehe ich. Bring erstmal noch einen Sumpf ins Spiel. Sollte man vielleicht vorher mal den Nymphirich enttappen. Kann man mal machen. Hab ich gehört. Für zwei, All That Glitters, auch auf den Huh, Nymphirich. okay. Wird ein bisschen größer, der Mann, habe ich gehört. Das ist ziemlich gut. Haben wir plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, also 7, 7. Sieben, Oder sieben 15. Lifelink, um genau zu sein. Und First Strike. Und First Strike. Ich glaube, das ist ein Problem für Monorot. Ich bin mir nicht Und ganz First sicher. Strike. Mal gucken. So oder so kommt der gute Mann vorbei. Ja, nehme ich mal 7. Kriege ich mal 7. Gehe ich auf 11. Soll ich auf 24 gehen? Und für 1 verliere ich nochmal ein Leben, weil ich ein Weißes tappe. Kommt noch ein Nymphirich ins Spiel. Das Und ist dann ziemlich gut. gebe ich ab. Ja, wenn dann nicht früh der Burn ist, dann kann das schon eine Menge ausmachen. Ja, leider nein. Leider nein. Habe ich erstmal ein Land. Ich meine, 8 Lightning Bolts reichen. Lass mich kurz nachzählen. Ich habe vier Handkarten. Okay, könnte knapp werden. Könnte leider knapp werden, ja. Hab nur die eine hier noch. Ich glaube, ich werde auch nicht genug Schaden einfach durchdrücken können gegen 7-7 Lifelink. Das Ding ist schon relativ stark. Ich meine, ich könnte ein paar Marken drauflegen. Ja, aber das ist jetzt auch nicht ganz so super heftig, würde ich sagen. Aber ja, ich greife erstmal an. Ich würde mit allen angreifen. Ja, tatsächlich würde ich auch nichts davon blocken. Gar keine Blocks. Gar Okay. keine Blocks. Dann würde ich mal für eins, ich habe hier nämlich Ja. einen Zauberer, so einen Blitz des Zauberers spielen auf die verzauberte Nymphe wäre das Ziel tatsächlich. Und dann habe ich Also hier, minus 3, minus 3. genau, und ich habe drei Prowess-Trigger noch. Das passiert auch. Das passiert auch. Alles klar, dann drei Marken für die Nymphe. Ja, ich bin dabei. Dann wären das erstmal sechs Schaden für dich. Dann verliere ich doch mal 6. Dann zweite Hauptphase hätte ich hier noch so einen Pyromagier. Nochmal zwei für dich. Und dann würde ich erstmal den Zug abgeben. Okay.
Dann enttappen wir erstmal auch den Nymphenrich. Dann legen wir mal noch einen Sumpf. Und für 4 bringen wir mal das Serpent ins Spiel. 4-4 Serpent, Schutz vor Multicolored, ne? Und zum Multicolored. Ist gegen Monorot sehr gut, habe ich gehört. Ja, dann würde ich einfach mit 4-4 First Strike Lifelink nochmal vorbeikommen. Das ist ja irgendwie schon gut genug mit dem Lifelink, ne? Ja, Eigentlich schon, ja. würde ich 4 nehmen. Gehe ich auf 7. Kriege ich nochmal 4, gehe ich wieder auf 19. Und dann gebe ich wieder ab. Die Coil hatte auch Trample und Reichweite, ne? Reach, oder? Genau. Würde ich mal noch so einen Pyromagier zocken? Zwei für Würde ich dich. direkt nochmal 2 nehmen, genau. Und dann würde ich für eins erstmal in Szene setzen. Light up the stage. Habe hier drei Bravour-Trigger. Ist gut, hab ich gehört. Doppel-Bone Crusher. Ja. Dann Mach mal würde ich damit. Go sagen erstmal. Okay. Dann Leichte Mana-Probleme. tappen wir doch einmal. So, auf 7 bist du. Ja. Dann würde ich für 1 den Nymphenrich opfern und dem anderen Nymphenrich Pro Red geben. Schutz vor Rot, bist du sicher? Schutz vor Weiß geht aber auch, ne? Also. Geht auch, verzichte ich aber Okay, drauf. Schutz vor Rot, ja, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Was hast du denn da noch auf der Hand? Schutz vor Rot ist okay. Erstmal würde ich in Combat gehen und mit 4-4 First Strike Lifelink angreifen. Okay. Ja, kann ich nicht blocken. Also keine Blocks. Dann kriege ich wieder 4. Oh, okay, gehe ich auf 3. Main 2. Und Ja. dann würde ich mir einfach den Larry auf die Hand nehmen. Okay. Und dann gebe ich ab. Okay. Habe ich hier erstmal ein Land? Dann würde ich mal einen Bone Crusher auf den Hund spielen. Target ist der Hund. Trigger, Trigger, Trigger. Für Ja, Bravour. dann opfer ich den Hund und gebe der Schlange Indestructible. Das ist okay. Sind 6, Dann. 10 Damage gerade, ne? Ja. Ja, wenn alle angreifen, wären es 10. Die haben einen Bravour-Trigger. Würde ich auf jeden Fall mal in die Kampfphase wechseln. Ich greife nicht an. Ich lege aber noch zwei weitere Marken mit dem zweiten Bone Crusher auf die Nymphe. Okay. Die sind ja nicht im Friedhof, die sind im Exile. Ja, dann keine Angriffe, dann bist du dran. Okay, dann draw. Die Nymphe müsste jetzt aber 5 Marken haben, ne? Ja, hast du uns da draufgelegt, ne? Genau. Okay. Capes. Ja. Wie viele Handkarten hast du noch? Ich habe noch eine. Und die beiden Bone Zwei. Crusher. Ah, okay. Das wird nochmal knapp. So ein bisschen 3. vielleicht. Ja. Ein Leben verliere ich, weil ich schwarz zahle. Okay. Los. Ja. Weiß. Ah, die Nymphe. Ja, klar. Yo, Und dann schönes Play. checkt die Nymphe für Auf. Protect Red auf die Schlange. Die hat leider Schutz vor Multicolored, ne? Wie Ja. günstig. Wie günstig mit dem Nymphenrich. Ja, dann Schutz vor Rot, sagst du. Ja, ist okay. Ich nutze Rot. Und Ja. dann für 4. Dann würde ich nicht blocken und erstmal auf minus 1 gehen. Leider kein Platinengel. Schönes Spiel. Good game. Good game. Auf eine gute Runde, würde ich sagen. Auch eine gute Runde.
Ich habe einen Keep. Ich auch. Ja, dann nochmal so ein getappter Flinkspeer. Kommt direkt vorbei. Ah ja, dann gehe ich direkt auf 19. Dann bist du. Dann ziehen wir mal. Starten wir mal mit einer Ebene. Und deinem besten Freund. Natürlich. Das ist schon eine ziemlich starke Karte. Die mag ich aber auch super gerne. Ist wirklich eine gute Karte. Der Nymphenrich ist ein guter Mann. Auf jeden. Ja, bevor da was Schlimmeres kommt, würde ich den direkt mal stampfen und habe hier so einen Bravour-Trigger. Dann geht er wohl kaputt. Ich tue den mal hier hin. Für 2. Die nehme ich. Dann bist du. Dann bin ich. Dann legen wir eine Ebene. Für 1 packen wir wieder einen Nymphenrich aufs Feld. Natürlich. Und für 2, also wieder für 1, noch eine Ätherrüstung drauf. Oh, dann ist ja direkt 3-3, ne? Erstschlag, ja. Und Lifelink. 3-3 und Erstschlag. Erstschlag gibt ihr auch, ja. Mhm. Ja, sehr angenehm. Sehr angenehm. Dann gebe ich einmal ab. Und Erstschlag, sagst du. Und Erstschlag, sage ich. Dann spiele ich mal so einen Bone Crusher und dann bin ich fertig. Okay, dann ziehen wir mal. Was machen wir, Ich würde für 1 mal eine Kartusche spielen. Mhm. Dann kriege ich so einen guten Mann, der hat Wachsamkeit. Ja, 1-1 Wachsamkeit und... Der Nymphenrich ist 5-5. Auch Wachsamkeit. Nee, Doppel-Erstschlag. Okay, Doppel-Erstschlag. Sehr gut. Zum Glück wird das kein Doppelschlag. Du wolltest das auch gerade sagen. Leider nicht. Ja. Wollte auch sagen. Das wäre okay. Ja, wäre okay. Da komme ich direkt auf 5 vorbei. 5-5 Erstschlag. Ja, gehe ich auf 15. Autsch. Und dann gehe ich auf 22. Und dann gebe ich ab. Das ist leider ziemlich gut. Ja, ich bin Fan. Der Nymphenrich ist ein guter Mann. Habe ich einmal die Ruinen für die Mana-Base. Ja, sowas hätte ich auch gern. Dann würde ich mit... schon mit beiden angreifen. Bis jetzt wären das 5, die durchkommen. Mhm. Also keine Blocks, sagst du? So, wenn du jetzt 4 Wizard's Lightning in der Hand hast, ne? Also ich habe 4 Handkarten tatsächlich. Das wären 12, 6, 18 und ich wäre einfach tot, ne? Ich wäre genau tot. Einfach komm, wenn du das hast, hast du das verdienst, Block nicht. Das wäre ja frech, 4 Lightning jetzt. Die Frage ist, viel mehr hast du Karametras Blessing auf der Hand für genau ein Mana. Das ist so ein bisschen verdächtig da bei dir. Ich habe 4 Handkarten. Vielleicht habe ich ja auch 4 Blessing. Das Deck hat aber nur 3, glaube ich, oder? Ich meine, es hat nur 3. Gott. Aber es ist schlimm genug. Die Karte ist leider extrem gut. Kann ich dir aus dem Kopf gar nicht sagen, ob das 3 oder 4 sind. Ja, die Sache ist, die Sache 1 reicht. Das ist richtig. Ich habe nur das Gefühl, dass das Hauptproblem, wenn ich das mal so sagen darf, wenn die Nymphe noch größer wird, dann habe ich richtig ein Problem. Ich glaube, dann habe ich verloren. Das haben wir ja eben schon in Spiel 1 gesehen. Ja. Würde ich mal Magma-Spray auf die Nymphe spielen. Auf die Trigger. Nymphe, die ist gerade 5-5, die ne? Ist gerade 5-5, ja. Ja, okay. Trigger. Dann hätte ich noch einen Lightning-Strike auf die Nymphe. Noch ein Trigger. Ja, dann würde ich da in Response das Blessing. Natürlich, das gute Blessing. Ja, alles klar. Dann kriegst du 7. Dann nehme ich 7. Das war das Risiko. Aber, genau. Ja. Wenn du das Blessing hast, gehe ich mal davon aus, dass du dich nie wieder austappen wirst. Und eine weitere Aura beendet das dann ganz gut. Ja, würde ich meinen Zug abgeben. Okay. Doppelnymphe Blessing. Ja, das ist wirklich ein guter Konter gegen Monorot. Ja, genauso muss man das spielen. Ist so ein schönes Beispiel, ne? Also wie Monorot funktioniert, das haben wir ja wahrscheinlich alle schon so gesehen, ne? Also, das ist richtig. Eigentlich das perfekte Vorführvideo, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Du bist dran. Ja, dann würde ich sagen, Ben, was mal mit Eulet klingt das auf Nymphorisch? Ja. Jetzt kann man es ja machen, ne? Und dann 8-8. First Strike, Lightning? Ja, nehme ich 8. Dann kriege ich 8. Gehe auf 23. Gehe ich auf 7. Und dann gebe ich ab.
Da muss man sich das Mana ja noch nicht mal mehr aufhalten. Ja, jetzt wird. Also, jetzt müssen schon eine Menge Burn-Spells von der leeren Hand kommen. Wobei, drei sind es gerade, ne? Ja, drei. Aber an die 23 komme ich nicht ran. Ich hätte höchstens in Response, aber ich gehe mal stark davon aus, du hättest die Nymphe auf 5-5 gelassen mit Protection Backup. Warum sollte man dann gegen so viele Handkarten, also hätte ich jetzt nichts gespielt letzte Runde. Ja. Ich gehe davon aus, da wäre halt einfach nichts passiert. Und 5-5 Erstschlag kriege ich halt auch nicht besiegt mit Lifelink. Gut genug. Das ist richtig. Das ist tatsächlich gut genug. Ja, ich habe, ja, ich habe Stomp den Token und spiele einen Bonecrusher hätte ich hier. Mhm. Ja, und dann sehr viel Erstschlag, sagst du? Sehr viel Erstschlag. Aber er ist ja getappt. Ist er getappt. Ja, wunderbar. Er ist ja getappt. Der greift auch nicht an nächste Runde, sagst du? Das ist aber nett. Das weiß ich noch nicht. Dann wird der eine für 4 vorbeikommen, der Bonecrusher. Dann bin ich wieder 19. Dann würde ich meinen Zug abgeben. Okay, dann ziehen wir mal. Wenn du jetzt noch die dritte Nymphe Schutzrot machst, das wäre schon krass. Oh, das wäre frech. Das wäre krass frech. Ich lege tatsächlich für 1 einen Stonecoil. Auch okay. Bup, packen wir mal einen kleinen Würfel drauf. Mhm. Ist komplett ausgetappt. Ja. Achso, und der Nymphe wächst zum einen, weil All the Clitters zählt ja auch. Aber ja, stimmt. Stimmt. Und dann würde ich sagen für 9. Für 9, ja. Blockt mal mein Flinkspeer. So, dann gehe ich auf 28. Das ist ein Satz, den du hören willst. Und dann gebe ich ab. Definitiv. Was könnte ich denn jetzt... Ja, leider habe ich ja nur Burn. Man müsste jetzt so richtig übertrieben Pump-Spells Embercleave, so wie im Standard quasi. Aber, oder? 6 Lava-Äxte machen es auch. Oh, stimmt, stimmt. Aber so gut ist das Deck leider nicht. Also das haben sie, keine Lava-Äxte sind da mit dabei. Dann würde ich hier nochmal so einen Pyromagier spielen. Kriegst nochmal 2 ja. Schaden. Die kriege ich, dann gehe ich auf 26. Wie stark ist die Nymphe? 9-9 Erstschlag Lifelink. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die 1-1, ja, 9-9. Ja, weiß ich nicht, wie ich da rauskommen soll. Ich mache auch nur 8 Schaden die Runde. Ich greife mal für 8 an. Doppel-Bone-Crusher. Ja, die 8 nehme ich wohl. Fair. Kommt da noch was rein, oder? Ich habe keine Handkarten. Go! So, ja, dann gehe ich auf 18. Mhm. Okay. Knapp. Das ist sehr knapp, wirklich. Sehr knapp. Ist aber echt ein hartes Matchup manchmal. Ja, ich habe so viel Lifelink in dem Deck. So. Dann nehme ich an, bin ich dran? Ja, du bist dran. Achso, voll. Spelltable gerade nicht kooperiert. Dann ziehe ich eine Karte. Mhm. Ja. Und dann geben wir ihm nochmal plus 3, plus 3. Und Wachsamkeit. Oh, Wachsamkeit auch sehr gut. Ja. Dann greife ich dann mit 12 Zoll Erstschlag Wachsamkeit. Lifelink. Dann würde ich, glaube ich, blocken. Okay. Ist auf 30, ne? Ja. Also ich glaube, hier haben wir das erste offizielle Ergebnis, würde ich mal sagen. Höchstwahrscheinlich. Ich weiß nicht, was da noch groß passieren soll. So, Mono Red Hotback Mode gegen 12-12 Lifelink. Da habe ich hier so einen Bomat-Kurier und dann bist du dran. Okay. Dann darf ich mal und ziehe eine Karte. Mhm. Hm. Das Ding ist, ich muss ja auch erstmal durchkommen, ne? Ja, aber. Gleich mal wieder mit 12-12 Lifelink Wachsamkeit an. Aber jetzt kommt's. Ich block mit dem Bomat-Kurier und würde dann die Fähigkeit aktivieren. Mhm. Wirf alle Karten auf deiner Hand ab, sind natürlich 0, Opfer dem Bomat-Kurier und dann kann ich alle Karten, die von ihm ins Exil geschickt wurden, auch 0 auf die Hand nehmen. Aber du kriegst keinen Lifelink. Ah, wenigstens etwas. Korrekt. Wenigstens weil etwas geschafft. Trampeln tut er ja nicht. Ja. Gibt leider keinen Trampel-Aura. Ja, was machen wir denn jetzt? Einfach conceden. Das war zu gut, das Play. Dann gebe ich ab. Oh. Ich habe gezogen, mach nichts. Oh Gott. Gut, dann bin wieder ich dran. Hm. Dann ziehen wir mal. Hm. Hast noch 2 Kreaturen, sagst du? Hm. Dann komme ich wieder mit 12-12 vorbei. Block.
Opferst du ihn diesmal irgendwie weg? Nee. Dann gehe ich auf 42. Ausnahmsweise nicht. Ja, Main 2. Packen wir mal ins Rahmenspiel. Das ist okay. Tatsächlich ist er das Cover des Decks. Sollte man gar nicht meinen. Dann gebe ich ab. Eindeutig der Nymphenrich die beste Karte. Alles Korrekt. klar. Ja, ich glaube, da kommt nicht mehr viel bei mir. Das monorote Deck kann sich daraus halt nicht befreien. Pyromancer, zwei Schaden auf dich. Dann gehe ich wohl auf 40. Dann habe ich noch ein Wizards Lightning auf den Sram. Oh. Quasi. Dann ist er wohl tot. Und dann bin ich fertig. Okay. Dann enttappen wir mal und ziehen wieder. Ah, okay. Dann machen wir mal plus 3, 3, plus 3, 2 und fliegen. Und Flugfähigkeit. Zum Glück. Damit kommen wir durch. Möchtest du noch angreifen oder? Ja, das wäre schon der Plan. Ich würde schon noch angreifen mit 15, 14. 15, 14, fliegend, doppelt Erstschlag. Ja, ich glaube, dann bin ich tot. Good Okay. game. Und Blessing. Und Blessige, Good das war nicht besiegbar. Good game. game. Nee, good game. Und da sind wir auch schon wieder am Ende von diesem Video angekommen. Leute, schön, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Richtig, richtig gut auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall deutlich besser als hier die Performance vom monoroten Burn-Deck. Das hat leider heute nicht ganz so gut funktioniert. Aber auf jeden Fall, falls ihr euch für dieses Deck interessieren solltet, das ist vermutlich doch das stärkste Deck hier aus der Starter-Deck-Auswahl zumindest. Aber haben wir eben gesehen, der Dennis hatte richtig gute Karten im direkten Vergleich. Immer Lifelink, die Protection war am Start. Und wenn die eine Kreatur groß genug ist, Erstschlag teilweise, Flugfähigkeit, da kann das monorote Deck halt wirklich gar nichts mehr machen. Aber so kann das halt manchmal laufen. Wirklich zwei super, super starke Decks. Nochmal vielen Dank an den Dennis auf jeden Fall. Und abschließend noch ein kurzes, aber ebenfalls ein großes Dankeschön an unseren heutigen Sponsor Games Island. Falls ihr euch mal hier im Shop umschauen möchtet, alle Infos findet ihr wie immer über die Videobeschreibung. Und ja, Leute, an der Stelle kann ich euch nur noch einen wunderschönen Tag wünschen. Vielleicht sehen wir uns dann noch zum nächsten Best of 3. Da kommt ja noch eins. Aber auf jeden Fall, Leute, macht euch noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns. Ciao, ciao.